Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205 und dem Frontiers DLC Pack. Ja, wie man unschwer erkennen kann und wer das vielleicht die letzten 3, 4, 5, 6, 7 Episoden verfolgt hat, wir sind kräftig am Aufrüsten und die ganzen Module am Ändern, da die ja jetzt kein Iridium und keine Graphen mehr kosten. Und es gibt scheinbar nur noch die 25% Ersparnis-Druiden. Drohnen. Die werden wir alle jetzt komplett ändern. Und was wir sparen können, ja, das nutzen wir halt, ne? Ist ja auch sinnvoll, gerade wenn wir jetzt das Upgrade da, ich denke mal sogar in der übernächsten Folge schon vollziehen werden. Da wird einiges den Bach runtergehen und ja. Wir wollen das ja so gering wie möglich halten mit dem Schaden. So, zack, zack. Hier können noch welche ran. Also, wir haben bei vielen ja überhaupt nichts dran gemacht, aber gut. Vorher hat das ganze Thema ja Graphen und das ganze Mistgedöns da oben gekostet. Da war die ganze Geschichte natürlich auch ja deutlich teurer. Oh. Jetzt haben wir keinen Metallschaum mehr. Gut. Dann werden wir uns den mal eben beschaffen. Ja. So. Ihre Lieferungen sollten rechtzeitig eintreffen. Transferroute registriert. Zwar nicht die volle Ladung, aber gut. Das ist ja jetzt auch, ne, nicht unbedingt die Welt, aber... So, das haben wir. Dann kommt hier noch mal was hin. Dann ist die Insel durch. So, hier. Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zur Verfügung. Da kommt Fischen. Doch auf der anderen hier. Hier unten, ja. Tatsache, gut. Das hätten wir. Ah, das sind auch nur 20%. Wie viele Fische haben wir jetzt hier eigentlich? Ja, nicht genug. Wir werden hier eine kleine Massenproduktion an Fisch erstmal starten, denke ich. Das haben wir gemacht. Sind wir schon auf einen Mitarbeiter runter? Ist
auch merkwürdig. Ein Mitarbeiter und man kann trotzdem noch einen Drohnenstopp setzen. Ja, bisschen blödsinnig, aber. Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zu. Schön verbaut. Geringe Projektauslastung. Ach, geht nicht anders. Na gut. Dann lassen wir das eben so. So, das passt. Ich finde das mit den Polarlichtern richtig gut Mangel gemacht. Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Das sind 25%. Da auch. Das auch. Da haben wir gar keine. Wir hätten mal so ein Vorher-Nachher machen sollen, so was Arbeitskraft angeht. Das wäre vielleicht sogar ganz witzig gewesen, mal zu sehen, wie viel wir da wirklich einsparen. Setzen. Aber es sind eh nicht viele, die wir sparen. Das ist immer schade eigentlich. Statt 40 oder 10 pro. Wie viel? Ah, 207 Fisch haben wir. Konservennahrung haben wir 167. Ja, dadurch, dass das jetzt echt nur noch normale Ressourcen kostet, ist das leichter, hier irgendwie Arbeitskräfte zu sparen. Klappt das? Ja, ich muss sagen, das läuft doch eigentlich echt ganz gut. Also, wir sind jetzt bei über 12.000. Vorher waren wir, glaube ich, bei knapp 11 oder etwas über 11, weiß ich jetzt gar nicht. Oh, da reichen sogar 4, das finde ich auch gut. Kann man sich dran gewöhnen. So, da haben wir Deuterium. 12408. Naja. 44 mehr. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Thank you.
da haben wir auch nochmal 20er. Die werden wir auch nochmal ganz schnell ändern. Und dann würde ich sagen, da wir hier den Platz haben, und das passt sogar, machen wir das so. Dann sieht das hier nämlich auch ganz passabel aus. Gut, Strom werden wir sehr wahrscheinlich hier wirklich noch anziehen müssen. 238 Konservennahrung, da können wir noch aufstocken. Wir haben ja genügend Vorräte. Gut. Dabei belassen wir das, denke ich, auch erstmal.